Ja, ich würde vorschlagen, genug geredet von meiner Seite und ich übergebe das Wort gleich an unseren Gesundheitsmechaniker, der euch die nächsten Worte bringt. Hallo. Hallo Oberndorf. Seht ihr mich alle? Hört ihr mich alle? Okay, geil. Hey, danke, dass wirklich so viel gekommen sind. Wetter ist ja nicht so optimal. Aber ich finde es wirklich cool, dass ihr herkommt, weil wir müssen die Brücken halten. Die Brücken gehört uns und die Brücken nimmt uns keiner weg. Und alle, die heute da sind, ihr müsst jetzt endlich was tun. Ihr seid verantwortlich. Die Frau Doktor und der Herr Doktor werden euch dann ein bisschen die Paragraphen erklären. Ich bin euch da, um euch zu erklären, wie weit das wirklich schon ist. Nämlich, es ist 11:55 und wir sind im freien Fall. Ja? Wo sind die Lehrer? Aufzeigen. Ja? Ja? Aufstehen. Nicht mehr zuschauen. Nicht mehr sitzen bleiben. Es geht um unsere Kinder. Ich habe selber zwei Kinder. 3 und 5, meine zwei Mädels. Wir sind eingeschworene Elsa-Fans. Ja. Die Elsa ist heute wieder da, aber es ist ein bisschen kalt für die Elsa. Ja. Und wir müssen jetzt was tun. Und ihr müsst was tun. Ich kriege viele Fotos, viele Videos von diesen Kerzenaktionen. Wer macht Kerzenaktionen bei euch? Wo sind die Kerzenleute? Ja. Jeden Tag. Jeden Tag müssen Kerzen leuchten. Jeden Tag. Nicht einmal und dann einen geilen Facebook-Post und glauben, ich habe die Pandemie besiegt. Ihr kämpft nicht gegen die Pandemie. Es ist eine Diktatur. Es ist medizinisch überhaupt kein Problem in dem Ausmaß, wie sie uns verkaufen. Weil die haben diese Diktatorenmasken. Die verordnen sie uns jetzt da schon. Wer weiß, wie man Kerzen anzünden für euch? Ja? Wieso hat nicht jeder Kerzen mit? Ja? Ja, jeder. Das die paar Hansel, die zünden jetzt nicht. Ja? Jeden Tag müssen irgendwo Kerzen stehen. Mit Zettel. Jeden Tag. Ich habe ganz viele Leute schon verloren, die nicht mehr reden mit mir. Das kennt sicher der eine andere, oder? Ja? Das ist egal. Die werden sich später bei uns alle bedanken, dass wir es umgerissen haben. Und sie werden uns wirklich richtig dankbar sein. Wer von euch hat Kinder? Ja? Jeder, der Kinder hat von euch, darf doch jetzt auf keinen Fall mehr zuschauen. Ihr müsst um eure Kinder kämpfen. In Tirol hat der Kur einen deutschen Touristen totgetreten, weil einer mit einem Hund zugegangen ist. Und wir präsentieren unsere Kinder kampflos für Stempelgeld, für Kurzarbeitsgeld und für Jobs, die uns nicht interessieren, mit Kollegen, die wir prinzipiell eh schon einmal anschauen können, weil es solche Krattler sind. An was hängt es hier da so? Frage ich mich wirklich. Ich halte mein Gesicht seit 10. April regelmäßig in die Kamera. Ich habe mir gedacht, das ist Mitte Mai gar, weil es offensichtlich ist. Aber so wie es ausschaut, schaut jeder meine Videos an. Und es sind schon wirklich viele Leute, die meine Videos schauen. Ich kriege auch viele Likes, es wird oft geteilt. Ich bin bei 12.000 Abonnenten. Aber irgendwie geht nichts weiter. Ich krieg ein Foto pro Woche von irgendwem, der irgendwas macht. Und dann hätte der wahrscheinlich auch noch gern, dass ich einen Beitrag mache für ihn. Und ihm lobend hervorhebt, dass er einmal was getan hat. Wir müssen jeden Tag müssen wir sorgen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wer lässt sich vielleicht das noch gefallen? Ja, da hinten, sag wenigstens mal ehrlich auf. Ja, deswegen ist schon mal was wert.
Aber es geht so nicht weiter. Und jeder, der da jetzt steht, auch mit Abstand, hat neben ihm einen, der auch da steht. Schaut ihm nach links und rechts. Schaut einmal. Ja, schaut den einmal an. Und überlegt euch, ob der wirklich stehen bleibt, wenn es hart wird. Oder ob der umfällt. Und das braucht man. Ich muss mich bei meinem Eventmanager bedanken, beim Bertl. Ich habe den Bertl kennengelernt im Rahmen von dem ganzen Wahnsinn. Einmal einen großen Applaus für unseren Bertl Neubauer. Ich habe kennengelernt die Konstantina und den Roman. Ich darf es mir vorne mal reden. Das ist so eine Terroristenkreise. Da ist man per Du. Und ich habe diese Leute kennengelernt und ich weiß, dass diese Leute nicht umfallen. Und ich weiß, dass diese Leute alles riskieren, was sie haben. Aber diese Leute haben das Herz am richtigen Fleck. Und das müsst ihr euch jetzt langsam fragen, wie weit wollt ihr gehen und wollt ihr überhaupt gehen? Weil irgendein so ein schwindliger VW Golf, der eh auf Leasing läuft, wird da nicht helfen in einem Jahr. Auch die Bude, wo der Kredit drauf läuft, wird da nicht helfen. Weil das nehmen sie da eh alles weg. Aber wenn du das jetzt verlierst, dann kannst du am nächsten Jahr nur eine neue Bude kaufen. Aber nächstes Jahr wird das nicht mehr gehen. Und das müssen wir uns jetzt echt schon langsam eingestehen, dass wir es wirklich so weit kommen lassen haben und dass wir jetzt anpacken müssen. Wer von euch will jetzt wirklich anfangen? Ja, ein bisschen lauter vielleicht. Das ist mir zu leise. Ja. Deswegen fahre ich nicht 140 Kilometer. Also, näher mal hinsetzen. Nur mehr stehen bleiben. Und die Leute werden sehen, dass wir da sind. Nur, wenn wir das vom Internet machen, wird uns das gar nichts helfen. Ihr müsst Anwälte für Grundrechte euer Recht einfordern. Eure Rechtsschutzversicherungen. Ihr müsst anfangen, auf euer Recht zu beharren. Denn die Verfassung steht über der Verordnung. Und es haben sie in ganz Europa nicht unsere Vorfahren foltern lassen, das schießen lassen und einsperren lassen, für das, dass uns die unsere Freiheit wegnehmen mit Wattestäbchen. Weil die montieren Rechte ab ohne Waffen, mit Steckerl, mit Rotkreuzautos am Pandemie PCR-Straßenstrich. Ich habe mal in Salzburg gewohnt und da hat es auch, Sternigstraßen hat das geheißen, da ist auch wer neben der Straße gestanden. Die haben auch abgestrichen. Ja? Aber das, was die Leute da machen, ist eine Frechheit. Und jeder, der sich da jetzt nicht auflehnt und diese Tests ablehnt, weil ich kenne genug Leute, die lehnen es ab, weil sie können eh nichts tun. Weil das ist keine Medizin. Das ist alles schwerster Gesetzesbruch. Es hat nichts mit einem Arzt zum tun. Weil anscheinend reicht es, dass du irgendeine Jacke anziehst von irgendeinem und dann kannst du mit Steckerl in dem Gesicht umeinander rudern. Und mit dem montieren uns die Rechte ab. Ist euch das schon klar? Wer von euch geht zu einem Test? Ja? Anwälte für Grundrechte haben Formulare zum Downloaden. Da gibt es ein Formular, da kann man den Arzt in die Haftung nehmen. Man kann diese ganzen schwindligen Laborsysteme, die so derartig fehlerhaft gemacht werden, anzeigen. Und wir dürfen es uns nicht mehr gefallen lassen. In meinen Videos sind auch die Downloads drinnen. Lasst den Arzt unterschreiben, das ist euer Recht. Nehmt diese Zettel, druckt es euch aus und übt das vorm Spiegel. Weil wenn du einem Doktor gegenüberstehst, dann geht die meisten dann der Bresel. Und das Steckerl ist irgendwo drinnen. Nein! Das einzige Wort, das ihr noch sagen müsst, ist nein. Sonst nichts mehr. Sogar meine kleinen Kinder können Nein sagen.
Und die sagen das oft. Und da stehen Leute, die sind jenseits der 18. Ja? Da sind Leute, die sind über 50 und die sagen ja zu so einem Schwachsinn. Und ihr steht heute nicht da, weil ihr euch nicht auskennt. Weil alle, die heute da stehen, wissen, was los ist. Euch braucht man nicht mehr aufklären, wie falsch das ist. Euch muss man nur mehr in den Arsch treten, dass endlich geehrt wird. Ja, jetzt klatscht keiner, gell? Scheiße. War ja ein bisschen zu gemein zu euch, oder? Ja? 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 Das ist, ich lasse mich nicht verbieten für euch. Deswegen fahre ich nicht her, dass ihr euch sagt, wie klasse es seid. Also, es geht nur mehr darum, Nein zu sagen und auf euer Recht zu beharren. Nehmt eine Rechtsberatung, geht auf die Straßen. Es gibt diese geilen Videos mit diesen weißen Anzügen, wer kennt die? So ein Anzug kostet 10 Euro, so eine Maske kostet im 12er-Pack 10 Euro. Die ziehe ich an und gehe dann mit zum Ikea. Dann hol ich mir halt dort mein Zeug. Momentan ein bisschen schwierig, aber da kann ich beim ADEC einige und ich brich nicht einmal die Maskenpflicht. Ich gehe halt nur mehr so einkaufen. Ist das ein Problem? Kein Problem nicht. Ja? Ah, ja, sie. Christkindlmarkt ist ja, glaube ich, abgesagt, oder? Soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, wer von euch hat einen Christbaum daheim? Jetzt noch nicht. Man kann so einen kleinen Christbaum to go machen. Das ist meine Idee. Werde ich machen. Das heißt, ich gehe in Zukunft mit einem Christbaum spazieren. Ja? Ja? Den kann ich tragen. So ein kleines Baumerl. Die Leute tragen das auf dem Friedhof. Dann stehe ich mich halt irgendwo hier und stehe mit meinem Christbaum. Also eine LED-Kette kostet 10 Euro. Und dann mache ich meinen eigenen Christkindlmarkt. In der stille Nachtgemeinde. Da kommt das Lidl, glaube ich, her, oder? Hey, da müssen wir das mindestens machen. Glühwein to go. Da gibt es diese kleinen Puffer, wo du runterlassen kannst Glühwein. Ich kenne eine, die hat zwei Kinder und macht das. Die geht Freitag einmal Glühwein to go machen. Freitag vor Glühwein. Die, ja, wirklich. Ja, die macht das. Kein Scheiß. Ja. Ja. Die schenkt gratis Glühwein aus. Am Spülplatz. An andere Leute. Ja, glaubt ihr echt, dass ich mir meinen Glühwein nehmen lasse? Von den Schwachköpfen? Na, sicher nicht. Ihr könnt schon alle daheim trinken. Dann könnt ihr auch meine Videos anschauen. Ja? Aber nächstes Jahr gibt es dann gar nichts mehr, weil dann wird der euch keinen Glühwein mehr geben. Die Leute, die Wirtshäuser, dürfen mir nichts ausschenken. Jeder Wirt soll einen Wein herschenken. So ein Weißhirn. Geh umeinander, schenk Glühwein aus. Aber kommt aus eure Häuser. Versteckt euch nicht mehr daheim. Ich brauche Glühwein für meine psychische und physische Erholung. Wer von euch kann Glühwein kochen? Wer von euch sauft gern? Ja, dann saufen wir halt mehr. Hinfahren darf man nirgends mehr. Das heißt, wenn man Freibrief zum Trinken, ein paar Becher und dann gibst irgendwann mal einen Glühwein. Auch wenn er jetzt nicht aus unserer Gang ist. Aber die Leute werden sich denken, so cool, jetzt kriege ich einen Glühwein. Und dann rede ich mit dem bei einem Glühwein. Das ist ja nicht so ein Problem. Wer wird das schaffen für euch? Ja? Ein bisschen weniger, aber das geht schon noch. Ja. Vielleicht werde ich ein Video machen, wenn man einen Glühwein kocht einmal. Basiswissen Glühwein kochen. Ja? Die weißen Anzüge. Geht's einfach aus, sie schreibt's nicht in diese unsäglichen Gruppen 1000 Nachrichten, warum es nicht geht und ich muss mich zuerst 80 Mal treffen mit wem. Einen Anzug bestellen, also eine Maske und dann gehe ich halt einmal eine Runde spazieren mit meinem Hund in einem weißen Anzug, hängen wir da verlummer. Die Leute müssen sehen, dass es uns gibt und nicht uns ignorieren, weil wir keine Maske aufhaben. Ja? Also, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht ganz umsonst hergefahren bin und dass ihr alle wieder heimgeht und in den Fernseher reinschaut und euch ärgert und Angst habt vor dem Steckerl. Wer von euch wird was da? Bisschen lauter. Da geht's um alles. Das ist nicht lustig. Es fällt wirklich weit. Also, ab heute muss diese Brücken gesichert werden von den Leuten, die da her sind. Jeder geht heim.
ein paar Grabkerzen, dann stellt ihr es halt am Friedhof, wenn die Geschäften zu haben. Die, die da liegen, werden sie nicht beschweren mehr. Die brauchen sie nicht. Aber ihr müsst Signale setzen. Macht Fotos, postet das, Social Media. Und da herinnen ist der Christoph. Und der ist zum Unterstützen. Wenn der wen braucht, dann habt ihr es zum Kämer. Und nicht sagen, heute habe ich keine Zeit, weil mein Meerschweinchen Bauchweh hat. Ja? Es gibt nicht mehr ich nicht mit denen und mit denen auch nicht. Das ist vorbei. Wenn einer was braucht. Ja, nicht nur schauen, ein bisschen lauter vielleicht. Ja, ein bisschen Unterstützung. Ja, hey. Wir retten die Welt gerade. Aber nicht so. Ja? Also ab sofort, wenn irgendwo eine Gruppe ist und ihr merkt, dass da gesudert wird, dann muss einer einschreiben, dass das zum Aufhören ist. Ihr müsst auf die Straßen. Der Yassin lässt sich, glaube ich, regelmäßig in Wien in den Schädel einschlagen, weil er so ein Terrorist ist. Ja? Der hat da Matten mit Gesetze und beharrt auf sein Recht. Jeder von euch hat dieselben Rechte wie der Yassin. Jeder. Aber er fordert es ein. Das ist nicht einmal ein hundertprozentiger Österreicher. Und er kennt die österreichischen Rechte. Fordert es ein. Und gebt nie mehr wieder Ruhe. Ja? Auf keinen Fall. Kerzen, Anzüge, Christbaum to go, Freude vor Glühwein. Scheißegal, macht's Facebook-Gruppen. Es wird jetzt eine Kerzengruppe geben, hat mir heute einer geschrieben. Der hat das in Niederösterreich gemacht. Und jede Woche müssen diese Kerzen brennen. Und steht's dazu, dass ihr die aufgestellt habt. Weil es ist nicht strafbar. Und geht's in der Nacht aus, geht's spazieren. Aber lasst euch ja nicht einsperren. Weil der Schießler Roman wird euch dann noch erklären, warum ihr euch nicht einsperren lassen müsst. Aber da müsst es ihr. Ist das klar? Okay. Dann fangt's an. Danke.